Herzlich willkommen bei Funkschau TV. Bei mir zu Gast ist Jens-Peter Seig, europäischer Entwicklungschef für Produkte und Lösungen bei Fujitsu. Herr Seig, der Fokus zur diesjährigen CeBIT liegt ganz klar auf dem Thema Converged Infrastructure. Welche Highlights sehen wir denn auf der diesjährigen CeBIT? Guten Tag, Frau Reiling. Wir haben auf der CeBIT dieses Jahr neue Converged Infrastructures für den Markt freigegeben, die eine Integration von Server, Storage und Netzwerk ergeben und neue Anwendungsmöglichkeiten eröffnen. In der Kombination aller dieser drei Silos, einheitlich gemanagt, nach gleichen Policies, nach gleichen Management-Vorgaben und Service-Leveln, sodass im Grunde die Silos aufgebrochen werden und das gesamte Rechenzentrum über eine einheitliche Software-Schicht einheitlich gemanagt wird. Durch was bestechen denn diese Lösungen? Die Lösungen bestechen darin, dass sie auf der einen Seite eine Integration der Silos darstellen, wie eben schon gesagt, aber insbesondere neue Software-Elemente, die jetzt im Umfeld von Open Source, gerade im Bereich von Cloud und Big Data-Infrastrukturen unter Management-Umgebungen wie OpenStack umgesetzt werden müssen, eine vollständige Integration darstellen. Das heißt, die bisherigen Server-Management, Netzwerk-Management und Storage-Management-Komponenten werden miteinander kombiniert, werden ausgerichtet auf OpenStack, werden durch die Management-Vorgehensweisen und die Betriebskonzepte, die in OpenStack-Umgebungen für Cloud, für Big Data, aber auch für klassische Rechenzentrumsumgebungen eingesetzt werden, miteinander kombiniert. Vereinfachung der Infrastruktur, Vereinheitlichung der Policies, gleiche Sprache für alle drei Silos, aufbrechende Silos, damit Reduktion der Komplexität und auch Reduktion der Kosten für den Endkunden. Welche Strategie fährt Fujitsu im Bereich Converged Infrastructure? Wir fahren die Strategie hier, eine vollständige Integration mit Open-Software-Komponenten zu realisieren. Ich habe eben OpenStack bereits genannt als das wichtigste Element, an dem wir uns orientieren. Das heißt, alle Element-Manager der verschiedenen Systeme orientieren sich an den Architekturen, die durch OpenStack definiert sind und erzeugen damit eine vollständige Vereinheitlichung einschließlich der Service-Level, die dem Endkunden hinterher auch über Portalen zur Verfügung gestellt werden. Welche Innovationen sehen Sie in diesem Segment? Innovationen im Segment der Converged Infrastructures, also um ein Beispiel zu, es gibt eine Menge Innovationen in diesem Umfeld, aber da gibt es einen Bereich, den ich jetzt herausheben möchte. Neben den Hyper-Converged Functions, Hyper-Converged Storage-Bereichen ist es die Disaggregierung, also die Aufteilung eines Servers, ein wichtiges Element in der Innovation, also die Trennung von CPU, Memory und I/O eines Servers, sodass der Server durch seine inneren Komponenten virtualisiert werden kann und damit in einer solchen Umgebung einfacher und effektiver eingesetzt werden kann. Der Kunde kann dann entscheiden, wie viele Compute, wie viel I/O und wie viele Memory-Komponenten er tatsächlich für die Bearbeitung des jeweiligen Arbeitsschrittes benötigt. Solche Elemente sind technologisch heute schwer umsetzbar, weil wir in der Anwendung von Kupfer sowohl in der Bandbreite als auch in der Entfernung, die wir mit diesen Komponenten verbinden können, limitiert sind. Durch den Einsatz von Silicon Photonics, also Rechnen mit Licht in der Übersetzung, sind wir in der Lage, nun die Hochgeschwindigkeits Bussysteme, die sich innerhalb eines Computers befinden, durch Glasfaser zu ersetzen und damit völlig neue Anwendungsszenarien für den Kunden im Rechenzentrum zu ermöglichen. Allerdings ist es ja so, wenn Server, Daten und Netzwerk einheitlich gemanagt werden, birgt das Risiken. Wie geht man denn damit um? Da haben Sie vollkommen recht. Security ist ein ganz wichtiges Thema. Unabhängig von Hyper-Converged Infrastructures ist Security in vielen Belangen, ich muss es nicht aufzählen, welche Diskussionen dort in der Öffentlichkeit in den letzten Jahren geführt worden sind, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die Daten der Kunden sind zu sichern. Digitale Souveränität, also das Recht jedes Einzelnen sich zu entscheiden, wer wann Zugriff auf die persönlichen Daten hält oder die Daten des Unternehmens. Das ist ein erklärtes Ziel von Fujitsu und eine Strategie, die wir hier auf der CeBIT mit zwei neuen Ankündigungen an den Markt gebracht haben. Herr Seig, vielen Dank für das Interview. Dankeschön.